Bevor der Lampentopf in den Kotflügel eingesetzt werden kann, muss noch ein Flansch für den Lampenring gebürtelt werden. Damit dieser Rand gleichmäßig wird, muss der Rand zuerst mit einer Markierfarbe eingefärbt werden. Mit einer Anreißschablone wird ein 5 mm tiefer Rand eingezeichnet. Anschließend kann mit der Bördelgabel oder auch einer Abkantzange der Rand umgelegt werden. Dies geschieht stückweise, da der Rand gestaucht werden muss und ansonsten sehr ungleichmäßig wird. Wenn aufgrund der geringen Tiefe die Abkantgabel nicht mehr ausreicht, wird mit einem abgerundeten Ambossfäustling und einem Kletterhammer der Rand in Form gebracht und geglättet. Zuerst wird der Rand off-dolly bearbeitet. Das bedeutet, der Hammerschlag trifft leicht neben dem Dolly auf den Rand. Dies bringt den Rand erst einmal in Form. Erst wenn der Rand in Form gebracht ist, kann er geglättet werden. Hierbei treffen die Hammerschläge auf den Amboss. Man hört dies deutlich durch das klingende Geräusch. Das finale Kletten des Randes wird mit einer Sickenrollenmaschine vorgenommen. Der Rand wird durch zwei flache Rollen geführt und damit gleichmäßig geglättet. Der Lampentopf ist nun fertig und kann in den Kotflügel eingepasst werden.